Yo, hi Leute, hier ist Flowrounder mal wieder am Start mit einem neuen Video. Was? Flowrounder? Flowrounder. Und ich dachte mir irgendwie, das kann nicht sein. So lange kein Video mehr online gegangen. Ich muss euch mal updaten, was überhaupt abgeht. Also einfach mal erzählt, was Sache war. Bei mir hat sich Corona auch mein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Bei mir war es aber, toi toi toi, ich war nicht krank oder so. Aber ich hatte plötzlich von jetzt auf gleich ultra viel Zeit. Ich hatte mich vorher wirklich jeden Abend irgendwas anderes. Eine Band. Ich hatte Tanzen. Ich hatte Gesangsunterricht. Ich hatte Bouldern mit Freunden. Jedes Wochenende Party, Geburtstagsfeiern, hier und da. Und von jetzt auf gleich nichts. Von jetzt auf gleich Homeoffice. Ihr werdet es ja auch ähnlich gehabt haben. Plötzlich hängt man da zu Hause ab und auch wegen Homeoffice die ganze Pendelei zur Arbeit weggefallen. Irgendwie hat man auch nochmal ein, zwei Stunden gespart am Tag. Und mit der Zeit musste ich irgendwas machen. Also erstmal natürlich genossen, so ein bisschen zur Ruhe kommen, aber dann kommt man so ein bisschen ins Nachdenken. Okay, ja, was machst du denn jetzt? Und ich habe tatsächlich damals mit der Energie, die ich irgendwie habe, Ehrgeiz gesagt, weißt du was, du erfüllst dir echt einen Lebenstraum. Du startest ein Business. Habe erstmal angefangen, neben dem Angestelltenverhältnis einfach ein Feierabend-Startup zu machen und habe eine eigene Firma aufgebaut. Habe irgendwie mal rumgefragt, hey, im Bekanntenkreis, wer hatte noch Bock? Und da hat sich tatsächlich ein Team gefunden, insbesondere mein Founder-Kollege. Wir haben losgelegt und Unternehmen angemeldet. Und ja, das Unternehmen heißt Dreamermates. Und hatten eine coole Idee, dass wir einfach so eine Art Social-Media-Marketing-Agency sind. Einfach anderen Leuten einen Traum zu erfüllen, die irgendwie was Kreatives, Cooles können, aber nicht wissen, wie sie sich im Internet präsentieren. Ne? Wie geht das mit einer Homepage? Wie geht das mit einem Social-Media-Auftritt? Und da haben wir losgelegt und haben einfach so eine Marketingagentur gegründet und ein paar Leuten geholfen, eben bekannt zu werden. Das war irgendwie das erste Business. Aber das ist dann irgendwie weitergewachsen. Wir haben gesagt, so eine Service-Dienstleistung ist ja irgendwie cool, aber irgendwie wollen wir noch mehr. Was ist denn jetzt bei Corona irgendwie noch ein Problem? Was können wir lösen? Womit können wir echt irgendwie einen Mehrwert schaffen? Und dann ist, und ihr seht es vielleicht hier so ein bisschen im Hintergrund, das ist die Homepage von gem2.de. Geht um ein Musikbusiness, wo man einfach sagt, hey, wir bringen Musiklehrer und Musikschüler zusammen und die können einfach 100% online ein Instrument lernen. Weil eben wegen Corona war es alles super schwer, die Musikschulen haben dicht gemacht und generell ist es für den einen oder anderen eher schwer, irgendwie mit dem Kontrabass, Schlagzeug irgendwie von A nach B, alles mit jetzt in Corona-Zeiten. Und wir haben gesagt, ey, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Jetzt ist alles Homeschooling und so weiter. Wir haben irgendwie 5G-Netz. Digitalisierung ist da, das muss einfacher gehen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine digitale Musikschule auf für die Leute, die darauf Bock haben. Und haben gem2 gegründet, 40 Lehrer jetzt mittlerweile gesammelt und bieten das als Service halt an. Hat tatsächlich fast ein Jahr gedauert, aber dafür ist die Seite auch cool, sodass wir wirklich stolz drauf sein können. Dann konnte sie live gehen, wir haben eine Go-Live-Party schon geschmissen und jetzt ist die Seite live, wir sind happy und jetzt sind wir halt dabei, das auch bekannter zu machen, soziale Medien und so weiter zu nutzen, dass die Leute halt auch echt den Service sehen und drauf anspringen und jeder, der halt Bock hat, ein Instrument zu lernen und das einfach digital, weil es einfach easy ist, kann bei uns anfangen und machen ein bisschen Werbung. Ich mache vielleicht auch hier ein bisschen Werbung, bin ich ehrlich, alles cool. Aber das war einfach unser Baby, da hängt unser Herzblut drin und wäre Quatsch, das nicht zu erzählen. Ansonsten, wir haben, es ist halt irgendwie, das Leben ist vielschichtig und ich wollte einfach ein paar Sachen ausprobieren. In der Zeit habe ich mal einen Podcast gestartet. Der Trend ist ja jetzt total gehypt, aber wir haben damals schon in 2020 halt schon angefangen und einfach mal Podcast-Folgen rausgebracht. Immer rumprobiert und geschaut, wie läuft denn das, wie funktioniert das und hat uns ja auch für das Social-Media-Marketing-Business geholfen. Das Wissen. Was haben wir noch gemacht? Buch rausgebracht. einfach mal ein Buch geschrieben und online gebracht. How to make money with Pinterest. Also wie man mit Pinterest Geld macht und wie man da halt eine Marke aufbauen kann. Das haben wir live gebracht. Ich habe einen Artikel in der Fachzeitschrift geschrieben. Ich habe dann auch bei einem Angestelltenverhältnis irgendwie nochmal Gas gegeben, eine Beförderung bekommen und so weiter. War halt auch viel Herzblut drin und viel gemacht, alles aus dem Homeoffice-Bereich. Man sieht halt irgendwie, ich habe auch mehrere Welten parallel. Ich habe jetzt hier nicht nur einfach irgendwie X-Monitore, einfach aus Stylegründen, vielleicht auch ein bisschen. Aber insbesondere halt, weil es eben mehrere Sachen abgehen in meinem Leben und ich alles irgendwie unter einen Hut bringen will. Und deswegen kickt auch das ganze Thema Selbstoptimierung, Zeitmanagement, dass ich halt auch x Sachen halt parallel machen kann,
mit dem Gründerpartner, mit unserem Team, das wir halt aufgebaut haben, hochgestockt haben auf über 10 Leute. Ja, das, die Leute reißen ja an einem und sagen, hey, kannst du mal hier helfen, da helfen, und ich will ja auch allem gerecht werden. Und ja, deswegen Zeitmanagement immer noch das A und O. Ich habe mega Bock, ich habe mich auch nochmal fit gemacht, jetzt irgendwie Sport für mich entdeckt. Auch in der Homeoffice-Zeit natürlich laufen, weil ja, x Sachen hatten ja zu. Ich bin super schnell am Rhein und bin da hin und her gejoggt und auch nochmal ein paar Kilo abgenommen und fitter geworden, auch hierdurch. Ja, einfach nur Matte, Hantel und zu Hause einfach Fitness ohne Geräte. Hat super geklappt, alles cool, und ja, bin da auch noch weiter im Game. Und eigentlich bin ich happy, bin ich echt nicht heavy, happy, weil das alles so gut gekommen ist mit dem Business und so weiter. Das eine oder andere muss man halt pausieren. Ich habe echt lange irgendwie selbst keine Musik mehr gemacht, YouTube so ein bisschen brachlegen lassen, aber ja, alles geht halt nicht. Und es gibt immer so Phasen im Leben, wo man halt die einen Sachen mehr fühlt und mehr Gas gibt und die anderen Sachen halt ein bisschen pausieren muss, damit man halt das eine halt zum Erfolg bringt. Und da bin ich weiter dran, aber klar, meine Leidenschaft ist immer noch bei Filmemacherei, YouTube und Co. Wir dehnen jetzt den Service richtig aus, Ausrichtung LinkedIn-Marketing beispielsweise auch, und wir wollen auf jeden Fall auch nochmal YouTube-Shorts ausprobieren. Und also ich würde mal sagen, stay tuned, weil das eine oder andere kommt jetzt auf jeden Fall auch von mir. Klar, jonglieren, Leute, tausend Dank, ihr habt wie bekloppt die Jonglier-Videos in Corona geklickt, also auch teilweise aus X-Schulen, teilweise sogar von Ländern vorgeschlagen, hey, guckt euch die Jonglier-Videos von Florona an, super geil, also da muss, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal ein Video her, ist ja in Ordnung, ist ja okay, vielleicht ein Video mit 5 Bällen, habt ihr Bock drauf? Dann schreibt es in die Kommentare und liked das Video natürlich. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr über irgendwas, was ich erzählt habe, noch mehr erfahren wollt. Ich will auf jeden Fall jetzt ja, wieder mehr Gas geben. Und YouTube hat schon angemahnt, hey Florona, lange keine Videos mehr gemacht, was geht ab? Und habt da schon so die ein oder andere E-Mail gesehen. Insofern, ja, ist sehr gut. Hier ist das Video, alles cool. Und ich glaube, das ein oder andere wird auf jeden Fall folgen. Also insofern, stay tuned. Danke, dass ihr immer noch hier dabei seid und ja, auf die entsprechenden Glocken und Buttons klickt und so. Und ansonsten hoffe ich, euch geht's natürlich auch gut. Ihr seid gesund und genießt das Leben und seht auch immer die positiven Seiten. Glas ist immer halb voll. Das ist absolut wichtig, das wirklich so zu sehen und ja, aus jeder Situation das Beste daraus zu machen, insbesondere in diesen Tagen. Insofern, Leute, genießt das Leben und ja, Kopf hoch, Daumen hoch und ja, ich sag einfach mal auf bald. Tausend Dank, Leute. Ciao, euer Florona. Und wie nennst du die Flowies oder die Roundies? Die Follower. Die Follower. Shoutout an die Follower. Was geht bei euch?